Ja, hallo und herzlich willkommen hier in Bedrocks und an den Livestream auf YouTube. Schön, dass ihr alle da seid und gekommen seid. Mein Name ist Julian Degen. Ich bin von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen und wir organisieren jetzt schon seit September 2019 die Veranstaltungsreihe Marx am Montag, bei der wir uns versuchen, an ein junges akademisches Milieu und sonstige Interessierte zu wenden. Vor allem mit dem Ziel, Themen auf die oder Themen an die Universitäten oder an diese Zielgruppe heranzubringen, die sonst nicht so geläufig sind auf den Curriculae der deutschen Hochschulen. Deswegen steht unsere Veranstaltungsreihe oft unter dem Stern des Marxismus. Heute haben wir zu Gast Peter Schulz von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er wird uns heute ein bisschen was über die kritische Theorie erzählen, wo sie ihre Ursprünge hat, als was sie heute wahrgenommen wird, und wird eine kleine Einführung geben, wo wir heute die kritische Theorie verorten können. Peter Schulz selbst ist Lehrbeauftragter an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und ist darüber hinaus auch ja, viel engagiert in Jena und Umgebung. Und ja, schön, dass du da bist. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch bitte. Dann quatschen wir das hinterher. Und ihr am Livestream schreibt bitte in den Live-Chat, den beobachte ich hier auf dem Laptop, den ich hier offen vor mir stehen habe. Und da könnt ihr euch quasi in diese Veranstaltung mit einbringen. Ansonsten nochmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr alle da seid und Bühne frei. Dann auch herzlich willkommen von mir und vielen Dank für die Einladung. Und ich wurde angefragt, über die kritische Theorie zu sprechen, und zwar in 20 Minuten. Das ist nicht ganz einfach, und deswegen habe ich mich entschieden, das mich auf so einen ganz kleinen Ausschnitt zu beschränken, der meiner Meinung nach, zumindest in der akademischen Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie, heutzutage so ein bisschen unterbelichtet ist. Und alles andere können wir dann versuchen, irgendwie im Gespräch oder Diskussion anzuschneiden. Genau. Und zur Einleitung vielleicht kurz: Kritische Theorie ist ein Begriff, der jetzt von mir verwendet wird, der von vielen Leuten so verwendet wird, für einen Forschungszusammenhang, der in den späten 1920ern, frühen 1930er Jahren letztlich entstanden ist, am Institut für Sozialforschung in Frankfurt, das 1923 gegründet wurde. Das war so ein privat finanziertes Forschungsinstitut, das das Ziel hatte, eine marxistische Diskussion unabhängig von den Parteien zu ermöglichen der Zeit. Und das dann so verknüpft ist mit so Namen, die man sicherlich kennt, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Friedrich Pollock und andere. Und die mussten dann vor den Nazis ins Exil fliehen 1933, verfolgt als linke Theoretiker, aber auch vielfach als Juden. Und dann ist die kritische Theorie, hat sich dann in den USA weiterentwickelt, und zum Teil der Akteure ist dann nach Deutschland zurückgekehrt, ein anderer Teil nicht. Genau, und die kritische Theorie, wie viele andere Varianten des sogenannten westlichen Marxismus, hat sozusagen so als Kern oder Ausgangspunkt ihrer theoretischen Auseinandersetzung die Beobachtung genommen, dass die Revolution 1918 bis 1923 in Mittelwesteuropa gescheitert ist und in der Sowjetunion so eine bürokratische Entwendung der Revolution zumindest stattgefunden hat, unabhängig davon, wie man das erste Revolutionsgeschehen beurteilt hat, und hat deswegen so ein bisschen die Frage in ihr Zentrum gestellt, warum die Mehrheit der Ausgebeuteten nicht rebelliert, sondern ihre Ausbeutung akzeptiert. Und dazu haben Sie, und das will ich ins Zentrum jetzt heute stellen, zumindest von dem, was ich so einleitend sagen werde, bevor wir ins Gespräch kommen, sowohl Veränderungen des Kapitalismus untersucht. Die Schlagwörter sind da: die Veränderung vom sogenannten liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts zum Monopol- oder Spätkapitalismus, als auch ein verändertes Verhältnis zwischen den gesellschaftlichen Strukturen und dem Bewusstsein der Individuen. Und dazu hat die kritische Theorie, das wissen viele, die sich irgendwie ein bisschen zumindest mit kritischer Theorie beschäftigt haben, schon auch Bezug genommen auf die Theorie Freuds, vermittelt durch marxistische Psychoanalytiker, die es in den 20ern gab, wie Wilhelm Reich, Siegfried Bernfeld, Fenichel, andere.
Dazu werde ich aber heute auch nicht so viel sagen. Ebenso werde ich jetzt erstmal zumindest noch nicht sonderlich viel oder gar nichts sagen zu der Auseinandersetzung mit Antisemitismus, die in der kritischen Theorie dann eigentlich in den 40ern angefangen hat, erzwungen durch die Weltsituation. Und heutzutage wird die kritische Theorie im akademischen Kontext meistens entweder für ihre sozialpsychologischen, an Freud anschließenden Arbeiten rezipiert, also all das, was mit dem Begriff des autoritären Charakters verbunden ist, oder für Medien- oder ästhetiktheoretische Überlegungen, die insbesondere mit Adorno verbunden sind oder mit dem Begriff der Kulturindustrie. Was ich stattdessen jetzt machen möchte, ist die kapitalismustheoretischen Überlegungen der kritischen Theorie noch mal kurz darstellen, einfach um auch sichtbar zu machen, inwiefern das eine Spielart westlichen Marxismus ist. Und dazu möchte ich eben einerseits deren Kapitalismusanalyse, die ich eben schon schlagwortartig angedeutet habe, und andererseits deren Überlegungen zu dem, was man klassischerweise Klassenbewusstsein nennen würde, versuchen darzustellen. Genau. Der Ausgangspunkt für die Überlegungen war, wie gesagt, die Frage, warum die Mehrheit der Ausgebeuteten nicht rebelliert. Und um sich dieser Frage zu stellen, haben sie dann anschließend an Imperialismustheorien, die im Marxismus schon diskutiert wurden, wie von Luxemburg, Hilferding oder Lenin, eine Veränderung im Kapitalismus diagnostiziert, von dem Kapitalismus, den Marx vor Augen hatte, den sie dann liberalen Kapitalismus genannt haben, hin zu etwas, was sie zunächst Monopolkapitalismus genannt haben. Liberaler Kapitalismus wäre in dem Fall ein Kapitalismus, in dem einzelne Unternehmen, einzelne Kapitale, die von Unternehmern kontrolliert wird, die zugleich zumindest Anteilseigner dieses Unternehmens sind, also Eigentümer, auf dem Markt miteinander konkurrieren. Und das tun sie, indem sie für einen ihnen relativ anonymen Markt Waren produzieren. Also sie produzieren Waren und gucken dann, ob sie die verkaufen können. Und wenn sie besonders viele verkaufen können, vergrößern sie die Produktion, weil sie entsprechende Gewinne gemacht haben und so weiter und so fort. Und der Staat verhält sich demgegenüber regulierend, indem er den marktvermittelten Austausch rechtlich gewährleistet, solche Dinge tut. Und demgegenüber beobachten sie, und wie gesagt, die ImperialismustheoretikerInnen vor ihnen auch schon, eine Reihe von Veränderungen, im Grunde drei Stück. Einerseits das, was, um Adorno 1964 in der Vorlesung zu zitieren, aber diese Analysen formulieren die, wie gesagt, schon in den 20ern, 30ern, Konzentration, Zentralisierung und Standardisierung nennt. Also die einzelnen Kapitale werden größer, kaufen andere Unternehmen auf und werden dementsprechend zentraler gesteuert. Es entstehen auch Konzerne, die verschiedene Produktionsschritte innerhalb des eigenen Unternehmens verbinden. Diese größeren Konzerne verändern auch sozusagen das Verhältnis der Unternehmen zum Staat, weil sie nicht mehr sozusagen dem Staat einfach als der sozusagen das Bürgertum gegenüberstehen, sondern als einzelne Unternehmen einwirken können auf den Staat, weil sie groß genug sind und für den Staat es auch nicht mehr so ist, dass die einzelnen Unternehmen ihm eigentlich gleich sind, weil wenn eins pleite geht, das eh durch andere ersetzt wird, sondern die einzelnen Unternehmen gewinnen so große wirtschaftliche Bedeutung, dass sie sozusagen too big to fail sind, wie man das heute in Diskussionen nennen würde. Und damit sozusagen verändert sich das Verhältnis zwischen Staat und Unternehmen. Es entstehen auch sowas wie die Möglichkeiten zwischen Unternehmensabsprachen, einfach weil wenn ein Marktsegment nicht mehr von 1.000 Unternehmen, sondern noch von einem Dutzend Unternehmen bespielt wird und aufgeteilt ist, ist es irgendwie naheliegender möglich, sich zu verständigen, Preisabsprachen zu machen, illegal oder ähnliches. Das suspendiert auch die Marktanonymität, von der ich eben im liberalen Kapitalismus gesprochen habe, weil für so große Konzerne es auf einmal deutlich einfacher wird, vorherzusagen oder zu versuchen vorherzusagen, wie die Absatzmöglichkeiten sind. Und was damit auch einhergeht, ist letztlich das, was in der kritischen Theorie das Ende des Bürgertums ist. Die Kapitalisten, die gleichzeitig Besitzer des Kapitals, also der Produktionsmittel sind und sie steuern, werden ersetzt durch sowas wie Manager, die das Unternehmen verwalten, ohne dass sie das Unternehmen formal juristisch besitzen, auf der einen Seite, und Aktionäre, die dann von
den Ausschüttungen leben auf der anderen Seite, sofern diese Aktionäre nicht selbst institutionelle Akteure sind. Das ist der erste Punkt, der sich verändert. Der zweite Punkt, den die kritische Theorie da beobachtet, sind ein Anwachsen struktureller Arbeitslosigkeit, das dann einen Staatsinterventionismus zur Folge hat. Also es entsteht sowas wie ein Sozialstaat, staatliche Arbeitslosenversicherung, staatliche Beschäftigungsprogramme und eine Integration der Organisation der ArbeiterInnenklasse in den Staat selber über parlamentarische Demokratie, die erkämpft wird, über einen Kooperatismus, in dem die Gewerkschaften eine bestimmte Form von Anerkennung erlangen. Gibt es da eine Annäherung sozusagen dieser Organisation der ArbeiterInnenklasse und der Staatstätigkeit? Und das Dritte, was beobachtet wird, was damit so ein bisschen zusammenhängt, ist eine stärkere Segmentierung der ArbeiterInnenklasse. Insofern, als dass die FacharbeiterInnen, KernarbeiterInnen stärker integriert werden, eben über diese Organisationen, über das Wahlrecht auch, aber auch über Löhne, die es ermöglichen, an ernsthaften Konsummöglichkeiten, die mehr als bloß das bloße Überleben sichern, teilzuhaben. Und auf der anderen Seite eine Exklusion der Arbeitslosen. Und all das, muss man natürlich sagen, ist die Situation in kapitalistischen Zentren. Das beobachtet auch die kritische Theorie. Wenn Horkheimer etwa in seiner Aphorismensammlung Dämmerung von 1934 schreibt, Zitat, darunter, unter dem eben beschriebenen, darunter beginnt erst das eigentliche Fundament des Elends, auf dem sich dieser Bau erhebt, denn wir haben bisher nur von den hochkapitalistischen Ländern gesprochen und ihr ganzes Leben ist getragen von dem furchtbaren Ausbeutungsapparat, der in den halb- und ganz kolonialen Territorien, also in dem weitaus größten Teil der Erde, funktioniert. Also diese Spaltung sozusagen gibt es in Anführungsstrichen weiterhin oder auf eine andere Art und Weise, aber auf eine andere Art und Weise organisiert, was eben auch mit sowas wie dem stehenden Massenkonsumkapitalismus hat, der den Arbeiterinnen und Arbeitern vor allem in den kapitalistischen Zentren eben erlaubt, eine andere gesellschaftliche Teilhabe erlaubt und dazu führt, dass sie anders in die Gesellschaft integriert werden. Soweit ist das alles noch relativ nah an der Imperialismus-Theorie, die sich ja so 20 Jahre vorher im Marxismus formuliert. Friedrich Pollock, der in der frühen kritischen Theorie sozusagen der zentrale ökonomische Theoretiker ist, ein guter Freund von Max Horkheimer, Geschäftsführer des Instituts für Sozialforschung, grenzt dann die eigene Analyse aber gegen den Imperialismus, insbesondere gegen die Imperialismustheorie von Luxemburg ab, anhand von vier Punkten. Nämlich einerseits beschreibt er einen Globalisierungsschub Anfang des 20. Jahrhunderts, indem er betont, dass es eben nicht mehr so ist, dass die Warenproduktion ganz eindeutig von Europa aus kontrolliert ist, sondern eben auch Produkte aus anderen Weltregionen konkurrenzfähig zu europäischen Produkten sind und trotz Zollbeschränkungen auf dem europäischen Markt eben die europäische Produktion schlagen können. Das nennt dann irgendwie japanische Textilien, indische Stoffe, malaiische Gummischuhe, japanische Glühbirnen und so weiter und so fort. Also es gibt Globalisierungsveränderungen, die so ein bisschen das Machtgefüge in den Produktionsverhältnissen verschieben. Und das bedeutet, dass anders als in Imperialismustheorien man nicht mehr darauf setzen kann, dass eine Expansion des eigenen Markts durch die Erschließung regional anderer Märkte möglich ist. Also sie beobachten sozusagen den Punkt, wo auf eine gewisse Art und Weise die Welt weitgehend durchkapitalisiert ist. Auch wenn viele Menschen immer noch in Subsistenzwirtschaft leben, ist es nicht mehr so, dass es Weltregionen gibt, die komplett ausgeschlossen sind. Der zweite Punkt, den sie als neu und vom Imperialismus differenzierend beobachten, ist, dass der Massenkonsumkapitalismus entsteht. Also es werden massenhaft Güter produziert, deren sozusagen Kundinnen und Kunden oder erstmal Kunden Facharbeiterinnen sind. Drittens die erwähnte stärkere Segmentierung der Arbeiterinnenklasse und deren partielle Integration durch parlamentarische Demokratie, gewerkschaftlichen Kooperatismus und eben diese Konsummöglichkeiten. Und viertens diagnostiziert Pollock deswegen die Entstehung einer neuen Staatsform, nämlich eines Staates, der sich im Verhältnis zu diesen großen Konzernen, die selbst Einfluss auf den Staat nehmen können, setzen muss, der parlamentarisch formiert ist, der deswegen auf einerseits Wohlfahrtsstaatsausgaben und andererseits Nationalismus und Militarismus setzt. Marcuse setzt die Diagnose in den 60ern fort und spricht auch davon, dass sozusagen der Kern des Staats Welfare und Warfare ist, also staatliche Ausgabenprogramme letztlich, die die Integration der Arbeiterinnen einerseits gewährleisten, die Arbeitslosigkeit moderieren und
eine bestimmte Art der Verwendung von so einem Überschussprodukt gewährleisten. Pollock diagnostiziert da 1929 drin eine Tendenz, dass der Staat in dieser Form des Kapitalismus die Tendenz zum Autoritarismus hat. Später, also das ist eine Diagnose, die 1929 nicht ganz unplausibel ist und die dann sozusagen in der kritischen Theorie erstmal fortgesetzt wird in der Analyse des Nationalsozialismus, wo ich gleich nochmal kurz darauf zu sprechen komme. Später wird dann der Fokus stärker darauf gesetzt, inwiefern über das, was dann Kulturindustrie genannt wird, also die Produktion von kulturellen Gütern, die auch sowas wie Lebensstile, Leitbilder oder so Ideale anbieten, an denen sich Arbeiterinnen und Arbeiter auch orientieren können, eine Integration gewährleistet, die vielleicht weniger stark nationalistisch-militaristisch orientiert ist. Genau. Wie eben kurz schon angesprochen, gibt es dann im Exil eine Debatte über die Frage, wie man den Nationalsozialismus bewertet auf ökonomischer Ebene. Das werde ich jetzt nicht ausführlich behandeln, das wäre, glaube ich, ein ganzer eigener Vortrag. Relevant ist da nur zu wissen, dass es im Grunde zwei Lager gibt. Pollock, Horkheimer, Adorno auch, Leo Löwenthal. Auf der einen Seite sehen den Nationalsozialismus als eine neue Form gegenüber diesem Monopolkapitalismus und sagen, nennen die dann Staatskapitalismus. Und schreiben dieser Form zu, dass da tatsächlich die Politik eine relativ starke Kontrolle über die Ökonomie gewinnt. Während auf der anderen Seite Neumann, Gerland, auch Kirchheimer, die alle stärker empirisch zu der Frage tatsächlich arbeiten, eher sagen, nee, die Diagnose des Monopolkapitalismus, wie ich sie soeben rekonstruiert habe, stimmt noch weitestgehend. Heutzutage wird man, glaube ich, die meisten Leute sagen, das zweite Lager lag tatsächlich empirisch eher richtig mit ihren Befunden. Adorno schwenkt nach dem Krieg auch um in seinen Schriften. Ist aber, glaube ich, für diese Frage, die ich diskutieren will, gar nicht so zentral. Können wir gerne aber in der Diskussion noch vertiefen. Der zweite Punkt, den ich darstellen wollte, wäre Ihre sozusagen Klassenanalyse oder Klassenbewusstseinsanalyse. Und da habe ich ja eben schon angedeutet, Sie analysieren eine Veränderung im Kapitalismus, die darauf beruht, dass es eine stärkere Segmentierung der Arbeiterinnenklasse gibt und ein Teil der Arbeiterinnenklasse, also insbesondere die Facharbeiterinnen, insbesondere die gewerkschaftlich organisierten Arbeiterinnen, die auch die Stütze der Arbeiterparteien bildeten, sind anders und stärker integriert in die Gesellschaft über Massenkonsum, Demokratie, Gewerkschaften, auf eine Art und Weise auch über eine konformistisch werdende Sozialdemokratie und über Nationalismus auch. Dazu tritt dann eben, wie gesagt, diese Idee, dieses Konzept der Kulturindustrie, das in der kritischen Theorie auch im Laufe der 30er Jahre entwickelt wird. Gibt in der Zeitschrift für Sozialforschung, das ist sozusagen deren zentrales Diskussionsorgan, eine Reihe auch von empirischen Arbeiten zu einzelnen Aspekten, die dann zusammengesetzt werden Stück für Stück in dem Kulturindustriekapitel der Dialektik der Aufklärung, die in den 40ern erscheint. Und da ist einfach nur wichtig zu wissen, dass Kulturindustrie zentral, aber eben nicht nur irgendwie Radio, Kino und Werbung meint und die Ideen, die da produziert werden, sondern vereinsförmige Freizeitgestaltung wird dazu gezählt, die Automobilitätskultur, die entstehende, wird dazu gezählt, auch die entstehenden ersten Psychopharmaka werden von Adorno und Horkheimer zur Kulturindustrie dazu gezählt, Hobbys, das entstehende Konzept der Hobbys, später dann noch sowas wie Horoskope in Zeitungen. Es geht also insgesamt um einen kapitalistisch erfassten und strukturierten Apparat zur Produktion von Bedürfnissen und Selbstverständnissen, der sozusagen von Arbeiterinnen und Arbeitern dann, deren die Produkte von Arbeiterinnen und Arbeitern dann auch konsumiert werden. Und das ist tatsächlich ein Unterschied natürlich zum 19. Jahrhundert, wo Arbeiterinnen und Arbeiter weitestgehend im Elend gelebt haben und sozusagen die Stoffe, die sie konsumiert haben, im Grunde halt Essen, sehr schlechte Behausung, schlechte Kleidung waren. Noch den Schnaps in der Kneipe für den Arbeiter. Also so wirklich eine sehr basale Versorgung. Und sie damit eher sozusagen durch ihre Exklusion von der kapitalistischen Gesellschaft mit Ausnahme ihrer Arbeitskraft geprägt waren. Die war integriert. Und was sich da verändert ist, jetzt werden auf einmal sozusagen Waren, Kulturwaren auch für sie produziert, die einen Einfluss darauf nehmen, wie sie sich selber verstehen, was ihre Wünsche sind, was ihre
Bedürfnisse sind, wie sie, was für Vorstellungen sie davon haben, wie sie ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und das ist sozusagen ein neues Phänomen, das Arbeiterinnen und Arbeiter eben auf eine andere Art und Weise in den Kapitalismus integriert. Aus Perspektive der kritischen Theorie hat das den Effekt, dass von den FacharbeiterInnen, also der klassischen Organisationsbasis der Arbeiterinnenparteien, keine Revolution mehr zu erwarten ist. So deren Diagnose. Und schlimmer noch, ihre Diagnose ist, dass die kulturindustrielle Bewusstseinsbildung Denkstrukturen befördert, die anfällig für Autoritarismus und Antisemitismus sind. Können wir auch in der Diskussion noch ausführen, warum. Und gleichzeitig hält die kritische Theorie aber den Anspruch auf, dass in diesem Fall Marcuse, wirksame soziale Kontrolle über die Produktion und Verteilung der lebensnotwendigen Güter auf Basis der Verbindung von zentralisierter Autonomie und direkter Demokratie, oder wie Adorno es nennt, die klassenlose Gesellschaft in der Form der Rätedemokratie, immer noch das Ziel der kritischen Theorie. Und deswegen machen sie sich dann auf den Weg und überlegen, ja, wer könnte denn den Anstoß für eine Revolution dann bieten, wenn es nicht der sozusagen klassisch gewerkschaftlich organisierte Teil der Arbeiterinnenklasse ist. Und sowohl Marcuse als auch Adorno kommen dann im Laufe der 60er Jahre auf etwas, was dann insbesondere mit Marcuse verbunden wird unter dem Begriff der Randgruppentheorie, nämlich der Idee, na, die Arbeiterinnen, die FacharbeiterInnen sind in den Kapitalismus integriert, wie gesagt, über die Kulturindustrie, über ihre Organisationen, über Nationalismus, aber es gibt immer noch weniger integrierte Bevölkerungsteile. Nämlich solche, die, Zitat Adorno, weder als Arbeitskräfte noch als Konsumenten der Gesellschaft voll immanent sind. Das sind dann, ich zitiere hier dann Marcuse, die Außenseiter und die Armen, die Arbeitslosen und Arbeitsunfähigen, die verfolgten farbigen Rassen, die Insassen von Strafanstalten und Irrenhäusern, Zitat Ende. Adorno ergänzt dann noch die Jugend, so im Angesicht der Studierendenbewegung, der langsam entstehenden, ich glaube 64 schreibt er das, und Leo Löwenthal zählt auch die Frauen dazu. Und aus Löwenthals Perspektive, die auch nicht zum Zeitpunkt, wo Frauenerwerbsarbeitsquote auch noch deutlich geringer war, nicht auf die gleiche Art und Weise in den Kapitalismus integriert sind. Die erwähnten Autoren der kritischen Theorie sind sich dabei nicht sicher, ob diese geringere Integration tatsächlich automatisch irgendwie zu revolutionärem Bewusstsein führt, beziehungsweise lehnen diese Idee ab, dass das automatisch dazu führt, und meinen, das kann ebenso gut eine Grundlage für eine, was sie konformistische Revolte nennen, bieten, also für eine Rebellion, die nicht an die Grundstrukturen des Kapitalismus rührt. Aber sie vermuten, dass da zumindest die Wahrscheinlichkeit von rebellischem Handeln höher ist als bei den gut integrierten Arbeiterinnen und Arbeitern. Und sie sagen dann, klassisch marxistisch, wie sie sind, dass die Revolution immer noch von den Arbeiterinnen und Arbeitern gemacht werden muss, weil nur die Machtmittel haben, durch die sie streiten können. Aber sie sagen, diese Randgruppen sind, wie Marcuse es formuliert, potenzielle Katalysatoren der Rebellion, weil sie nämlich, Zitat, Vorgriffe auf Weisen nicht entfremdeter Arbeit, solidarischer menschlicher Beziehung und eine der Tauschgesellschaft sich entziehende Erfahrung des Körpers und seiner Umwelt, Zitat Ende, entwickeln können. Also im Grunde ist die Idee, weil diese weniger integrierten Gruppen sozusagen in ihren Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellungen weniger stark vom Kapitalismus und seinen Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung geprägt sind, also weil sie nicht nur das wollen, was man sich sowieso kaufen kann, können die eher auf die Idee kommen, alternative Praktiken zu entwickeln, die dann, so die Hoffnung Marcuses zumindest an dieser Stelle, der eigentlich immer der optimistischere von den Autoren der kritischen Theorie war, eine Attraktivität entfalten können, auch für Arbeiterinnen und Arbeiter. Also die Idee ist, die machen was vor und das ermöglicht dann sozusagen aus dieser kulturindustriellen Integration wieder rauszukommen, aber auch zum Beispiel wieder rauszukommen aus diesem Orientieren an der konformistischen Sozialdemokratie, einer auf Sozialkompromiss orientierten Gewerkschaft, aus dieser Perspektive wieder rauszukommen, weil man sieht, die wilde Jugend oder die widerständige Irrenbewegung oder so, die lebt ja ein Leben vor, das einem noch mehr versprechen kann. Das ist so ein bisschen deren vielleicht zu optimistische Hoffnung, aber letztlich deren Perspektive, wie sowas wie ein revolutionäres Bedürfnis wieder entstehen kann in dieser integrierten Situation.
Genau, das vielleicht sozusagen erstmal in den hoffentlich 20 Minuten. Ja. Und hoffentlich Fragen, um dann einzelne Aspekte dieses Ganzen oder ganz andere Sachen rauszugreifen. Ja, vielen Dank für diese ja doch ausführlichen Worte. Es waren 25 Minuten. Okay. Das ist ja völlig in Ordnung. Genau. Ja, die Diskussion ist quasi eröffnet. Wenn ihr hier Fragen habt, dann würde ich mir die Mühe machen, mit dem Mikrofon hier zu euch zu kommen. Und damit ihr euch in Ruhe überlegen könnt, ob ihr eine Frage habt, stelle ich erstmal eine, die per Internet kam. Und zwar von Bernhard, der fragte, was ist denn nun das Kritische an der kritischen Theorie? Der Begriff kritische Theorie ist im Grunde, glaube ich, deswegen so populär geworden für die kritische Theorie, weil es ein Deckbegriff war, weil man im amerikanischen Exil nicht so gut von Marxismus sprechen konnte, wenn man noch darauf setzen wollte, finanziert zu werden. Und das Kritische an der kritischen Theorie ist dementsprechend das Gleiche, was sozusagen an Marx kritisch ist, nämlich eine Theorie zu sein, die sich als parteilich mit der Revolution und denen, die sie machen wollen, versteht. Und aus dieser Perspektive den Kapitalismus auf eine bestimmte Art und Weise zu hinterfragen. Also nicht einfach nur zu gucken, was könnte alles irgendwie komisch sein im Kapitalismus, sondern die Idee ist ja schon, dass die kritische Theorie eine Theorie formuliert, die einem ermöglicht, praktisch kritisch zu werden, weil man Ansatzpunkte findet, an denen man die Verhältnisse verändern kann. So vielleicht. Alles klar, danke. Es ist schwer natürlich zu sehen, ob das jetzt eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage war, wenn es im Internet ist, im Zweifelsfall halt nochmal Protest schreiben oder nachhaken. Genau, und das war quasi eine direkte Aufforderung an Bernhard, sich mal kurz zu Wort zu melden, ob die Frage genügend beantwortet ist. Ja, ansonsten schaue ich mal hier in die Runde. Hat jemand Fragen von euch? Sonst hätte ich tatsächlich eine Frage, und zwar suchen wir immer so den Anschluss an die Aktualität zu finden mit dieser Veranstaltungsreihe, und daher mal die ganz naiv gestellte Frage, inwiefern ist die kritische Theorie für uns heute noch relevant oder warum lohnt sich ausgerechnet heute die Auseinandersetzung mit den Ursprüngen der kritischen Theorie? Mhm. Also da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Antworten drauf. Und ich möchte jetzt andere Antworten darauf, glaube ich, gar nicht irgendwie so beiseite schieben. Ich habe ja darauf verwiesen, irgendwie, dass so die sozialpsychologischen Arbeiten heutzutage akademisch verwendet werden in Auseinandersetzung mit Autoritarismus, Neonazismus und so weiter und so fort. Und auch da kann sie, glaube ich, viel bieten. Mein persönlicher Grund, mich mit kritischer Theorie ein bisschen mehr als auch nur also zu beschäftigen, war, glaube ich, dass diese Ausgangsfrage, also warum die Mehrheit der Ausgebeuteten nicht streikt und der Mehrheit der Hungernden nicht stiehlt, wie das ursprünglich mal von den marxistischen Psychoanalytikern formuliert wurde, aber wie das auch für die kritische Theorie sehr prägend war, eine Frage ist, die sozusagen aus meiner Perspektive auch für die eigene politische Praxis irgendwie so eine Ausgangsfrage sein muss. Wenn man das so ein bisschen sozusagen mit der Hoffnung dann verbunden, wenn man verstehen kann, warum das so nicht so ist, dann kann man vielleicht auch was dran ändern. Das mag ein bisschen zu optimistisch sein und häufig, wenn man sich mit kritischer Theorie beschäftigt, hat man ja auch das Gefühl, dass das tatsächlich zu optimistisch ist. Aber ich glaube, die Theorie hat sozusagen einen realistisch-optimistischen Kern an der Stelle. Und ich glaube nicht, dass man irgendwie die kritische Theorie, wenn man jetzt von diesen klassischen Texten ausgeht, die ja alle irgendwie in den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern geschrieben sind, oder irgendeine andere Theorie jetzt so nehmen kann und sagen kann, ja, so ist das auch immer noch. Klar ist vieles immer noch so, wir leben immer noch im Kapitalismus, bestimmte Sachen, die Marx geschrieben hat, stimmen auch immer noch, andere nicht. Und so ist das auch mit der kritischen Theorie, aber ich finde es halt interessant zu gucken, wie sie von so einer Frage ausgehend, welche Fragen sie sich dann gestellt haben, welche Antworten sie dann gesucht haben, welche Punkte sie sich angeguckt haben. Also was weiß ich, wenn man sich eine der ersten Schriften über die Kulturindustrie anguckt, das ist ein Aufsatz von Andries Sternheim in der Zeitschrift für Sozialforschung über so Vereinsleben, so Kleingärtnerei und so ein Kram. Also es ist im Grunde eine Studie über die Freizeitverwendung von Arbeitern und wie sich die verändert hat seit dem Kaiserreich in der Weimarer Republik. Und da beobachtet er halt, ja, die machen jetzt viel mehr, sind jetzt viel mehr im Verein und mehr im Kleingarten und machen auch noch mehr Sport oder so.
und guckt sich halt an, was das, gerade so was die Kleingärtnerei, dann da mit dem Bewusstsein gemacht hat, dieser Arbeiterinnen und Arbeiter. Und inwiefern das auch sozusagen, ja, konterrevolutionär ist ein bisschen hart gesagt, aber inwiefern es vielleicht so hemmend ist sozusagen an der Stelle, dass sie da irgendwie ihr eigenes kleines Ding haben und das irgendwie bewirtschaften können, wo sie sich selbst als irgendwie Landbesitzer fühlen können, obwohl sie gar kein Land besitzen, solche Sachen. Und diese Art, sich sozusagen diese Probleme anzugucken, ist, glaube ich, auch eine, die ich immer noch inspirierend finde, um mir die Gegenwart anzugucken und sie zu verstehen. Genau. Ja, danke. Dann nochmal mein Blick in die Runde. Ja, bitte. Ja, Peter, vielen Dank für den schönen Vortrag. Du hast jetzt ja so die Aktualität der kritischen Theorie sehr stark daran festgemacht, was man vielleicht auch Ideologiekritik nennen könnte, oder Ideologietheorie, wie auch immer. Mich würde dann nochmal ein bisschen spezifischer interessieren, wo siehst du die Relevanz der Kapitalismus-Theoretisierung der älteren kritischen Theorie, wie du sie gerade vorgetragen hast, für die Gegenwart? Also was ist daran spezifisch relevant, wenn wir unsere Gegenwart besser verstehen wollen? Da muss ich vielleicht ein bisschen zu ausholen, weil, also was ich versucht habe ja darzustellen, ist, dass du jetzt ideologiekritischen Teil sozusagen genannt hast, wie das verknüpft war für die mit ihrer Kapitalismusanalyse. Und ich glaube auch aus dieser Verknüpfung, also aus dieser Idee, das so verknüpft zu denken, also in dem Fall eben, dass die Zentralisation dazu führt, und die Veränderung auch der der Produktivkräfte letztlich dazu führt, dass eben über Massenkonsumkapitalismus, Integration, aber auch gewerkschaftlichen Kooperatismus, verändertes Staatsverhältnis, eine andere Integration der Arbeiterinnen und Arbeiter passiert, die zu einer anderen Ideologie, oder die auch die Ideologie verändert, aber auch die sozusagen die Situation verändert, diese Idee sozusagen aufzugreifen, wenn man heute ob man es jetzt Arbeiterbewusstsein nennt oder ob man Ideologie nennt oder was man auch immer sich angucken möchte, diese Idee aufzugreifen. Also, was weiß ich, gerade weil wir heute hier Montag sitzen, wenn man sich anguckt, die Leute, die zu Querdenken-Demonstrationen gehen, da gibt es, zumindest aus meiner Beobachtung aus Jena, einen nicht unbedeutenden Anteil, vor allem von denen, die auch eine gewisse lokale Führungs- oder Orientierungsfunktion übernehmen, von so Kleingewerbetreibenden, Gastronomie, körperbezogene Dienstleistungen und so weiter und so fort. Und das ist ja, glaube ich, kein Zufall, sondern es liegt daran natürlich einerseits, dass die von dem Lockdown anders betroffen waren als Facharbeiterinnen, die dann irgendwie in Kurzarbeit gegangen sind, das aufgrund erfolgreicher gewerkschaftlicher Verhandlungen der IG Metall oder IG BCE noch aufgestockt ist und damit irgendwie bei fast 100% immer noch geblieben sind. 85-86% geblieben sind. Nicht 100%, aber es ist was anderes als die 60%, auf die andere Leute gefallen sind dann sozusagen. Ja. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, glaube ich, auch, dass die ja schon vorher auf eine andere Art und Weise in kapitalistische Prozesse integriert waren. Also die Kleingewerbentreibenden, Gastronomen, die Friseurin oder so, die Friseurmeisterin, in der sie in einem anderen Verhältnis sozusagen zu ihrer eigenen Kontrolle über ihre eigene ökonomische Tätigkeit und ihr Leben und dem Ausgeliefertsein gegenüber den Entscheidungen anderer waren als ein Facharbeiter oder eine Facharbeiterin. Und sozusagen, was ich aus der kritischen Theorie mitnehme, ist, wenn ich mir Gedanken darüber mache, über so Fragen von Ideologie Gedanken darüber mache, sowas mir auch anzugucken. Also die Frage zu stellen, was der Siegfried Bernfeld hat es, glaube ich, also auch so marxistischer Psychoanalytiker, hat es mal sozialen Ort genannt. Also was das Einkommen, die Art, wie gearbeitet wird, die Art, wie in den kapitalistischen Markt integriert ist, was das für Auswirkungen hat auf die Frage, wie man sich selber versteht und wie man die Welt versteht.
Und ich glaube, diese Verknüpfung ist, finde ich, in der kritischen Theorie relativ stark. Zumindest, wenn man sie so liest, wie ich sie lese. Danke. War die Frage zu Genüge beantwortet oder noch eine Nachfrage? Okay. Ja, wenn ich noch mal darf. Ja, ja. Okay, also würde es dir dann eher so um einen methodischen Zugriff gehen, als zu sagen, dass jetzt im Speziellen eben die Monopolkapitalismus-Analysen oder Staatskapitalismus-Theorie heute noch relevant ist? Mir geht es stärker um den methodischen Zugriff tatsächlich, weil der Kapitalismus ist nicht mehr der gleiche wie 1920 und auch nicht der gleiche wie 1940. Und gleichzeitig habe ich halt immer mal wieder das Gefühl, dass wenn Leute, die sich an der marxischen Kapitalismuskritik orientieren, heutzutage leichtfertig davon ausgehen, dass der Kapitalismus noch relativ stark so aussieht wie 1870. Und insofern würde ich sagen, kann man sich auch schon nochmal Monopolkapitalismus-Analysen, aber auch Imperialismus-Theorien angucken, um zu gucken, was hat sich denn verändert und was ist denn von da aus, von dann, sozusagen von 1920 aus gleich geblieben und was hat sich seitdem noch verändert? Weil die Zentralisation ist ja nicht geringer geworden seit 1920. Wenn man sich, was weiß ich, Stahlindustrie, Automobilindustrie, aber auch die großen Internetkonzerne anguckt. Deswegen ist, glaube ich, mein Plädoyer an der Stelle nicht zu sagen, lest irgendwie die kritische Theorie und deren Theorien zum Monopolkapitalismus, weil das ist so, wie die Welt jetzt ist, sondern lest das als Ergänzung zu dem, was ihr sowieso über den Kapitalismus euch schon angeguckt habt, weil das hilft, sich zu überlegen, was sich seitdem noch verändert hat und was nicht. Ja. Okay, vielen Dank. Online gibt es gerade keine Fragen. Gibt es noch hier im Raum Anmerkungen, Fragen? Bitte. Weiter. Du hast ja sehr schön gezeigt, dass die Entstehung der kritischen Theorie etwas zu tun hat in den 20er Jahren mit der Veränderung des realen Kapitalismus zu dieser Zeit. Wenn ich hier als kritische Theorie einerseits anknüpfe an offensichtlich an dem Begriff der Kritik der politischen Ökonomie von Marx, dann sage ich einerseits, ich knüpfe an etwas an, nämlich an Marx. Andererseits impliziert das wohl auch, dass ich sage, dass das, was du jetzt auch zuletzt gesagt hast, diese Theorie von Marx, diese Kritik ist nicht mehr das, was für die 20er Jahre dann offensichtlich die Verhältnisse abbilden konnte. Insofern meine Frage, was war denn das für ein Marx-Bild, von dem die kritische Theorie ausgeht? Ist mir klar, dass ich das jetzt nicht so, dass es ein bisschen differenzierter war. Ich will dahin, Grossmann schreibt ja 1929 seinen schönen Artikel, ist das Kapital, wie heißt er? Jedenfalls komme ich nie auf den genauen Titel. Ist das Kapital die Kritik, die uns Marx hinterlassen hat, die Kritik der politischen Ökonomie, die uns Marx hinterlassen hat. Und ersetzt das damit die ganze Marx-Rezeption meines Erachtens auf einer Bahn, die dann letztlich irgendwo in die Irre führt. Denn er stellt fest, diese Kritik der politischen Ökonomie, das ist das Kapital. Was ihm zu der Zeit sicher auch nicht vorzuwerfen ist, da ja die Grundrisse zum Beispiel nicht veröffentlicht waren, die Einleitung von 1857, 58 nicht veröffentlicht war. Aber also meine Frage ist nochmal zusammenfassend, wo sieht die kritische Theorie der damaligen Zeit die Punkte, wo über Marx, über das, was er hinterlassen hat, hinauszugehen wäre? Ich würde sagen, also wenn man sich die Diskussion anguckt, die dann am Institut für Sozialforschung, insbesondere dann im Exil in Bezug auf Nationalsozialismus geführt werden, aber auch schon in Bezug auf die Krisen, sozusagen Analysen nach 1929 geführt werden,
dann wird die Diskussion weitestgehend so geführt, dass sie im Grunde sagen, über Marx muss man da hinausgehen an den Stellen, wo er es nicht hinterlassen hat. Weil im Zentrum sozusagen der Diskussion steht dann das Verhältnis von Ökonomie und Staat. Und inwiefern das Verhältnis sich historisch so gewandelt hat, dass das die marxische Theorie insgesamt in Gefahr bringt, veraltet zu sein. Das ist sozusagen, glaube ich, der Kern der Diskussion, der geführt wird, sowohl im Nationalsozialismus, aber auch schon in der Krisentheorie mit dem Begriff des Monopolkapitalismus und dann eben des Staatskapitalismus. Das heißt, sie setzen die Kritik der politischen Ökonomie, so wie sie sie kennen, eben weitestgehend tatsächlich auf ein Kapital beruhend, und es gibt Austausch zum, also weitestgehend auf dem Kapital beruhend. Und ich meine, Pollock schreibt seine Dissertation über Geldtheorie im Kapital im Grunde 1924. Also es gibt eine, von denen, zumindest von den Ökonomen sozusagen, eine relativ gründliche Auseinandersetzung. Bei Adorno ist die jetzt nicht so gründlich, die Auseinandersetzung mit dem Kapital. Die setzen sie voraus und dann, wie gesagt, haben sie die Beobachtung, dass das veränderte Verhältnis von Ökonomie und Politik eventuell sozusagen diese Analyse in Gefahr bringt. Und das führt dann ja sozusagen bei Horkheimer mit diesen Konzepten der Racket-Theorie hin zu einem Konzept, das sich löst letztlich oder zumindest so an der Grenze ist, ob es sich davon löst von der Kritik der politischen Ökonomie. Bei den anderen aber nicht. Und bei Adorno ist es, glaube ich, immer noch sozusagen so der Bezug, dass er irgendwie in Vorlesungen in den 60ern halt seinen Studierenden letztlich sagt, dass sie nicht den Fehler machen dürfen, wie so viele Studierende den machen, und nach dem ersten Band des Kapitals aufhören zu lesen. Die sollen schön alle drei Bände lesen. Also glückliche Zeiten damals sozusagen, wenn das war, wo man spotten konnte. Aber deswegen würde ich sagen, die zentrale Diskussion ist mit einmal da geführt und dann natürlich sozusagen bei den auch bei Marx nicht ausgeführten klassentheoretischen Fragen, wo sie eher sozusagen in Konkurrenz zu dem Parteimarxismus ihrer Zeit stehen. Ich weiß nicht, ob das die Frage so beantwortet, aber... Es hat ja dann in Moskau sind ja 1939 die Grundrisse in der, ich sag mal, im Umfeld der ersten Mega veröffentlicht worden, 1953 dann in der DDR. Damit waren die auch für den westlichen Marxismus zugänglich. Und dann hat es ja eine Diskussion eingesetzt. Und meine Frage nochmal zur Struktur der Kritik der politischen Ökonomie. Und meine Frage ist, reflektiert sich diese Diskussion dann ab den 50er und 60er Jahren, einen gewissen Höhepunkt mit Rostolski dann, reflektiert sich das nochmal in der kritischen Theorie? Bei den Autoren sozusagen der Ausgangsgeneration, über die ich mich jetzt bezogen habe, nicht. Also wie gesagt, Adorno arbeitet... Ich gehe jetzt nicht ins Archiv und gucke mir an, was seine Anstreichungen an Büchern sind, aber zumindest, wenn man sich seine eigenen Publikationen anguckt, hat er einen, er arbeitet nicht systematisch mit irgendwie der Kritik der politischen Ökonomie und liest die immer mal wieder und so. Und deswegen interessiert er sich da, glaube ich, auch nicht sonderlich für. Bei Marcuse ist es, glaube ich, ähnlich in der Zeit. Pollock macht empirische Arbeiten und dann später irgendwann auch nichts mehr. Was man aber beobachten kann, ist ja, dass sozusagen bei Leuten, die bei Adorno studieren, diese Diskussion dann stattfindet in den 60ern und in den 70ern. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die auf dem Kapital beruhende sozusagen, das auf dem Kapital beruhende Verständnis, das eben, wie gesagt, stark durch Pollocks Dissertation zum Beispiel geprägt ist oder dem Verständnis, das Pollock in dieser Dissertation entwickelt hat und dann in die Diskussion reingetragen hat, schon sozusagen den Reflexionen, die man dann aus der Lektüre der Grundrisse so zieht oder aus der ersten Auflage des Kapitals ziehen würde, näher ist als einige andere Marxismen, auch wenn die gar nicht damit gearbeitet haben. Aber sie selber machen das dann nicht mehr. Einfach weil sie auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr, also die
das, was ich versucht habe darzustellen, in den 30ern gibt es in der kritischen Theorie, in der Zeitschrift für Sozialforschung, so ein arbeitsteiliges Projekt, wo es so verschiedene Theoretiker gibt, die so verschiedene Arbeitsschwerpunkte haben. Also der eine ist der Ökonom, der andere ist irgendwie der Kulturwissenschaftler, nächstes ist dann der Philosoph, das ist der Chef, nämlich Horkheimer. Also es gibt so eine Arbeitsteilung. Und mit dem Exil, den weniger werdenden ökonomischen Mitteln, schrumpft das ganze Jahr zusammen und spätestens mit damit, dass ein Teil der Leute nach Westdeutschland zurückkommt und ein anderer Teil in den USA bleibt, löst sich ja dieser arbeitsteilige Arbeitszusammenhang auf. Und das ist ja auch der Grund, weswegen, wie ich eingangs zitiert habe oder dargestellt habe, heutzutage in der akademischen Landschaft hauptsächlich so kultur-medientheoretische Arbeiten oder sozialpsychologische Arbeiten rezipiert werden, weil das halt Sachen sind, die mit den großen Namen, sozusagen mit den Arbeitsfeldern der großen Namen verbunden sind, weil Adorno eben ursprünglich mal in dieser Zeitschrift für Sozialforschung und damit im Institut für Sozialforschung halt den musiktheoretischen Teil hatte. Das heißt natürlich, dass er sich logischerweise irgendwie verstärkt mit ästhetischen Fragen auch weiterhin auseinandergesetzt hat und gleichzeitig natürlich irgendwie Adorno der große Name ist, der die Rezeption der kritischen Theorie stark prägt. Also kennen ja deutlich weniger Leute irgendwie Texte von Pollock oder Kirchheimer oder so. Und deswegen gibt es, glaube ich, sozusagen in der kritischen Theorie in den 50ern, 60ern keine dezidiert Kapitalismus-theoretische Auseinandersetzung. Aber wie gesagt, bei Leuten, die bei Ihnen studieren, setzt sie dann wieder ein, vielleicht gerade, weil da so eine Lücke ist. Und da gibt es dann ja einige Autoren, die eigentlich nichts anderes mehr gemacht haben, außer sich Gedanken darüber zu machen, wie die Grundrisse mit der ersten Auflage des Kapitals mit der zweiten zu tun haben. Und was man daraus über diese ersten 49 Seiten da erschließen kann. Was letztlich auch auf eine Art und Weise ein bisschen unproduktiv ist, aber dass die das gemacht haben, hing, glaube ich, mit der Art und Weise zusammen, wie sie durch die kritische Theorie Zugriff auf Marx genommen haben. Ja, vielen Dank. Tatsächlich hat sich Bernhard im Chat nochmal zu Wort gemeldet. Mhm. Und zwar schreibt er, eine Theorie wird in einer Zeit entwickelt und stellt sich der Kritik in dieser Zeit. Die Gesellschaft verändert sich, die alte Theorie wird weiterentwickelt oder verworfen. Wo ist die kritische Theorie heute? Mhm. Wo ist die kritische Theorie heute? Also es gibt schon auch heute noch ein paar Leute, die daran anschließen und damit versuchen, heute zu arbeiten. Da sind ja sogar auch Leute im Raum. Aber letztlich würde ich sagen, ist die Frage, wo ist die kritische Theorie heute, gerade wenn man sie eben so mit großem K schreibt. Bernhard hat sie gleich mit kleinem K geschrieben, deswegen ist natürlich die kritische Theorie mit kleinem K ist überall da, wo Theorie hilft, die gesellschaftlichen Verhältnisse parteilich zu reflektieren. Kritische Theorie mit großem K ist mir, glaube ich, gar nicht so wichtig, wo die heute ist. Ich habe, glaube ich, nur die These, dass sich die Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie einem hilft, genau das jetzt zu machen. Also, wo ist die kritische Theorie heute? Ich hoffe, da, wo wir sie machen. Und wie gesagt, was ich eben schon über die akademische Auseinandersetzung meinte, da findet man auch noch viele interessante Sachen, die dazu geschrieben werden. Da wird aber kritische Theorie häufig eben, gerade weil es, glaube ich, so ein großer Name ist, der mit Adorno in der westdeutschen Geschichte auch verbunden ist, eher verwendet als so ein Legitimationsbezugspunkt, der das eigene theoretische Programm aufwertet, unabhängig davon, wie kritisch es nun ist oder nicht. Mhm. Die Antwort lassen wir erstmal sacken und ich stelle die nächste Frage von Clara Elisabeth, die gerne wissen möchte, wie hat sich der Antisemitismus auf die kritische Theorie ausgewirkt und diesmal ist das K groß. Mhm.
Ja, zunächst einmal dadurch, also hat sich Antisemitismus so auf die kritische Theorie ausgewirkt, dass das Institut für Sozialforschung aufgehört hat, also in Deutschland aufgehört hat zu existieren. Die Autoren exilieren mussten, es auch nicht alle ins Exil geschafft haben. Der angesprochene Andries Sternheim, der diesen Aufsatz über die Freizeitverwendung der ArbeiterInnen geschrieben hat, ist nach Amsterdam emigriert und ist dann im Konzentrationslager von den Nazis umgebracht worden. Walter Benjamin als eine andere Figur aus dem Umkreis der kritischen Theorie hat sich ja auf der Flucht vor den Nazis suizidiert, weil er Angst hatte, ausgeliefert zu werden. Die kritische Theorie als Arbeitszusammenhang, wie sie in den 30ern existiert hat, hat sich dann in den 40ern, wie gesagt, in den USA aufgelöst. Einerseits, weil das Geld nicht gereicht hat, um alle zu finanzieren. Das Geld, sozusagen das Stiftungsvermögen des Instituts für Sozialforschung, wurde zum Teil auch verwendet, um Leuten sozusagen Visa zu ermöglichen, um eben zu emigrieren. Und ist zum Teil aber auch durch die wirtschaftliche Lage, nicht so kluge ökonomische Verwendung, geschrumpft dann. Das hat dazu geführt, dass, also nicht nur das hat dazu geführt, aber das hat dazu geführt, dass der Arbeitszusammenhang eben sich so ein Stück weit aufgelöst hat. Ein anderer Grund, warum sich der Arbeitszusammenhang aufgelöst hat, liegt auch am Antisemitismus, nämlich dass einige Akteure der kritischen Theorie ihre theoretischen Fähigkeiten praktisch in der Bekämpfung des Nationalsozialismus eingebracht haben, indem sie für verschiedene amerikanische Organisationen, die so Geheimdienste oder Geheimdienstvorläufer waren, gearbeitet haben und Berichte über Deutschland geschrieben haben, Analysen geschrieben haben und damit halt auch einfach beschäftigt waren, erstmal im doppelten Sinne. Also sie haben damit ihr Geld verdient. Auf der anderen Seite haben sie aber natürlich dann auch andere Sachen nicht machen können in der Zeit, weil sie keine Zeit hatten. Nach 45 ist halt, wie gesagt, ja ein Teil nach Deutschland zurückgekehrt, ein anderer Teil wollte nicht mehr nach Deutschland, weil es keine Lust hatte, unter den Tätern und Verfolgern zu leben. Also das ist ja erstmal so die erste Ebene der Auswirkung von Antisemitismus auf die kritische Theorie. Und die zweite Auswirkung ist natürlich, dass sich die kritische Theorie naheliegenderweise dann im Exil irgendwann angefangen hat, mit dem Nationalsozialismus und verzögert auch mit dem Antisemitismus auseinanderzusetzen. Einfach weil das ein Thema war, das dann auf dem Tableau lag. Und im US-amerikanischen Exil dann Geld eingeworben hat für empirische Untersuchungen, aus denen dann diese Studien zum autoritären Charakter entstanden sind. Das waren auch Untersuchungen, die darauf zielten, das Antisemitismuspotenzial in der US-amerikanischen Bevölkerung zu erschließen. Das heißt, es hat sozusagen eine theoretische und empirische Auseinandersetzung mit Antisemitismus eingesetzt, einfach, die dann ja sozusagen auch in einem Kapitel der Dialektik der Aufklärung dokumentiert ist. Und damit wurde die Auseinandersetzung mit Antisemitismus halt zu einem zentralen Thema in der kritischen Theorie, weil man ja auch schlecht drumherum kam dann. Also genau, ich weiß nicht, ob das die Frage soweit beantwortet erstmal, aber... Das kann Clara ja vielleicht in den Chat schreiben. ja, okay. Ich schaue noch mal in die Runde. Ja, gerne. Zwei Leute direkt. Ich fange hier an. Wir sammeln die, oder? Ja. Ja gut. Ich wollte mal fragen, es gab, wenn es eine Aufarbeitung sozusagen des Nationalismus gegeben hat, gab es auch eine generelle Aufarbeitung des Faschismus an sich oder hat man sich nur auf den Nationalismus konzentriert? Und die zweite Frage? Genau, das ist jetzt einmal nochmal zu dem Marxismus und warum es keine Revolution geben konnte. Also die Zeit, wo Adorno ja in Deutschland am höchsten war, war ja eine Zeit, da hatte fast jeder irgendwo einen Tarifvertrag. Jetzt haben wir eine ganz andere Gesellschaft. Es gibt einen immer weiter ausweitenden Dienstleistungssektor, ganz viele kleine Firmen, größere Firmen, eine Dienstleistungsgewerkschaft, die sich eher auf den öffentlichen Dienst zurückzieht und da mit den anderen jetzt, das fällt ihr auf jeden Fall schwer. Working Poor Menschen haben wir ganz viele, Niedriglohnsektor. Sind wir aus Sicht der kritischen Theorie jetzt einen Schritt voran oder doch einen Schritt zurück? Zur ersten Frage in der Diskussion, die in den 30ern, 40ern gelaufen ist zum
Nationalsozialismus bzw. Faschismus hat die kritische Theorie nicht systematisch differenziert und hat auch gerade, wenn es um die ökonomischen Eigenschaften ging, durchaus Ähnlichkeiten zwischen italienischem Faschismus und deutschem Nationalsozialismus im Blick genommen. Die sozusagen die begriffliche Differenzierung, die es heutzutage gibt zwischen Faschismus und Nationalsozialismus in der Theorie, also in der Analyse, war damals auch nicht etabliert und wurde auch nicht von der kritischen Theorie etabliert. Die Analysen haben sich aber sozusagen sowohl empirisch als auch in dem, was sozusagen einfach der Verhandlungsgegenstand war, erstmal auf Deutschland konzentriert. Und da hat die kritische Theorie dann auch mal vom Faschismus gesprochen. Also wie gesagt, es gab dann diese begriffliche Differenzierung nicht. Die ist historisch jünger sozusagen in dieser Traditionslinie, wenn das die Frage beantwortet. Zu der Frage. Es hat sich seitdem ja relativ viel verändert. Also auch, wenn man sich Kulturindustrie anguckt, ist die Kulturindustrie, die die kritische Theorie beschreibt, eine, die stark davon geprägt ist, dass sie den Anschein erweckt, dass die Lebenswirklichkeiten und Lebenschancen einheitlich sind in der Gesellschaft. Und spätestens nach 68 haben wir eine deutlich pluralisiertere Kulturindustrie, die verschiedene Lebensstile anbietet, verschiedene Ideale anbietet, verschiedene Musikstile, und dann entstehen auch Jugend- und Subkulturen und so ein Kram. Und parallel sozusagen gibt es eben auch mit dem Ende des Übergangsfordismus zum Postfordismus ab den 70ern eine stärkere Differenzierung der Arbeitsverhältnisse, obwohl natürlich diese Einheitlichkeit in den 50ern nie so vorhanden war. Das war eine Einheitlichkeit für, also wenn man jetzt Westdeutschland nimmt, für weiße Facharbeiter, Männer. Ne? Die hatten nicht die gleiche Lebenssituation wie ihre Frauen, und die hatten auch nicht die gleiche Lebenssituation wie irgendwie die sogenannten Gastarbeiter, die damals ja auch wild gestreikt haben. Also, ne? Es war nicht so einheitlich, wie sozusagen diese Tendenz war. Und tatsächlich ist es heute aber, glaube ich, sozusagen differenzierter, und auch die Art und Weise, wie Arbeitende in den Kapitalismus integriert sind, sind differenzierter. Es gibt da sehr unterschiedliche Lebenswirklichkeiten, und ob die Integration sozusagen stärker von dem Gefühl über eine Bedürfnisbefriedigung und Anpassung der eigenen Bedürfnisse an die eigenen Möglichkeiten über Jahresurlaub und Einfamilienhaus und Auto oder so geprägt ist, oder ob die stärker eben über Stress und Angst geprägt ist, was man sich vielleicht so in so einem stark prekarisierten, schlecht bezahlten Job stärker vorstellen kann. Das ist, glaube ich, schon differenzierter heutzutage. Ich glaube, aus der Perspektive der kritischen Theorie und deren Analysen, wenn man versucht, auf die gleiche Weise die heutigen Verhältnisse zu analysieren, würde man dazu kommen, dass man damit weder näher noch weiter weg von der Revolution ist. Weil, und das hatte ich ja, glaube ich, versucht anzudeuten, zumindest als ich über die Randgruppentheorie gesprochen habe, da erstmal sowas analysiert wurden wie rebellische Potenziale. Aber rebellische Potenziale eben nicht zwingend sich verknüpfen damit, dass der Kapitalismus in seiner Struktur angegriffen wird. Die können sich auch verknüpfen mit Ressentiments oder mit anderen sozusagen nicht emanzipatorischen Formen. Und deswegen würde ich erstmal sagen, aus der Perspektive ist eine entscheidende Schwierigkeit vielleicht auch sozusagen für die politische Praxis heute, dass die auseinanderfallenden Lebensrealitäten eben auch so unterschiedliche politische Angebote attraktiv finden oder plausibel finden auch überhaupt. Attraktiv ist vielleicht das falsche Wort. Und das sind ja, glaube ich, auch Konflikte, die heutzutage in der gesellschaftlichen Linken geführt werden. Also wenn man, was weiß ich, an die Konflikte in der Linkspartei denkt, zwischen Akteuren, die versuchen, ein Angebot zu formulieren für eine imaginierte, eben irgendwie weiße Facharbeiter-Männerschaft auf der einen Seite, und andere Leute, die dann den Vorwurf kriegen, sie versuchen, Angebote zu formulieren für ein linkes akademisches Milieu, weil sie politische Interessen von tatsächlich Ausgeschlossenen aufgreifen, irgendwie Flüchteten, Queers, Frauen oder so. Dann sind das ja sozusagen genau Konflikte, die darauf beruhen, dass die stärkere Differenzierung der Lebensrealitäten erstmal verschiedene Formen und Stoßrichtungen von Rebellionen vielleicht nahelegen, den Leuten, würde ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, dass wenn man
das sozusagen so versucht zu machen, wie ich es mit der kritischen Theorie machen würde oder auch andere Leute es vielleicht mit der kritischen Theorie machen. Man braucht ja nicht zwingend die kritische Theorie vor, es geht auch anders, aber es ist eine Möglichkeit. Dann muss man sich angucken, wie diese verschiedenen Lebensrealitäten gemeinsam über den Kapitalismus ja bedingt sind und miteinander zusammenhängen, um von da aus dann Zugriff darauf zu bekommen, wie daraus gemeinsam Kämpfe entstehen können. Das wäre so meine Perspektive, die ich sozusagen aus der kritischen Theorie schlussfolgere und deren methodischen Herangehensweise an solche Fragen. Ja, vielen Dank. Bernhard hat noch eine Nachfrage. Mhm. Ich versuche es. Und zwar fragt er sich konkret, wer, also er sagt quasi, dass er danach sucht, die wissenschaftliche Theorie zur Erklärung des aktuellen kapitalistischen Systems und seiner Wirkmechanismen. Wer ist in dieser Richtung aktiv und setzt sich zum Beispiel mit Adorno und anderen auseinander? Also quasi in einer aktuellen Kapitalismus-Analyse. Und ja, also ich glaube, er sucht einfach Leute, die sich heute noch damit auseinandersetzen und die kritische Theorie anwenden, um quasi die Probleme des Kapitalismus zu analysieren. Ja, und ich bin mit Namen leider immer sehr, sehr schlecht. Okay. Also somit auswendig. Ich bin. ja. Ich glaube, er hat sich die Frage auch mittlerweile, ja doch, er schreibt Michael Heinrich, David Harvey. Okay, also Bernhard. Ich bin leider sehr schlecht mit Namen tatsächlich. Ja, alles gut. Deswegen schreibe ich immer Sachen auf. Vielleicht können wir das ja einfach später in den Kommentaren zu dem Video nachliefern. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Na gut, ich sehe jetzt keine Arme, die nach oben gehen. Es sind auch keine weiteren Fragen im Chat. Das heißt, ich würde mich jetzt von den ZuschauerInnen am Livestream verabschieden. Vielen Dank, Peter, dass du da warst. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ganz kurz noch ein Werbeblock. Wir werden am 9. Mai mit der Veranstaltungsreihe fortsetzen in Jena, in der Zwetschgengasse 4 und aber wieder auch live hier auf YouTube. 18.30 Uhr geht es da los mit Tine Hauptner zum Thema oder zu ihrem Buch, was sie mit Silke van Dijk veröffentlicht hat zum Community-Kapitalismus. Und am 20. Juni werden wir uns in einen Diskussion-Workshop begeben mit Professor Ehrenfried Gallander zu der Frage Marx und Ökologie und der Frage nachgehen, inwiefern das zusammenpasst. Das werden wir am 20. Juni um 19 Uhr wieder hier im Redrocks in Erfurt machen. Genau, an dieser Stelle, wenn ihr das Video oder wenn die Veranstaltung mögt, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Kanal oder speichert die Playliste Marx am Montag. Und damit ein herzliches Auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.